Guten Morgen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Wir stellen Ihnen heute die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsinstitute vor, Frühjahrsdiagnose 2015. Und dazu begrüßen wir als Gäste in der Bundespressekonferenz vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung aus München Professor Timo Wollmershäuser und Dr. Nikolai Christoph. Dr. Christoph wird auch gleich anfangen mit der Präsentation und dann ergänzt von Herrn Professor Wollmershäuser. Und für Ihre Fragen danach stehen Ihnen dann noch vom DIW in Berlin Dr. Ferdinand Fichtner zur Verfügung, vom Institut für Wirtschaftsforschung aus Halle Professor Oliver Holtemöller und vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung RWI aus Essen Professor Roland Dörn. Auch Ihnen herzlich willkommen. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Und Dr. Christoph wird beginnen. Bitte schön. So, vielen Dank noch einmal und vielen Dank für die Möglichkeit, hier unsere Arbeit der Öffentlichkeit und der Presse präsentieren zu dürfen. Ich werde mit einem kurzen Überblick über die weltwirtschaftliche Entwicklung anfangen. Und anschließend werde ich die Prognose der Institute für wichtige Volkswirtschaften, also für wichtige Handelspartner Deutschlands, präsentieren. Die Weltkonjunktur, meine Damen und Herren, hat sich im zurückliegenden Winterhalbjahr belebt und dürfte im laufenden Jahr weiter anziehen. Starke Impulse gehen dabei von den kräftig gesunkenen Ölpreisen. So hat sich, wie die meisten von Ihnen bereits wissen, der Rohölpreis seit Juni 2014 in etwa halbiert. Nach Einschätzung der Institute ist der Ölpreisverfall wohl hauptsächlich auf ölmarktspezifische Ursachen zurückzuführen und in einem geringeren Maße auf rein konjunkturelle Nachfrageschwächen in der Welt oder in bestimmte Volkswirtschaften. Diese Entwicklung der Ölpreise hat schon Ende 2014 die konjunkturelle Belebung, insbesondere in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, begünstigt und befördert. In den großen Schwellenländern ist die Konjunktur dagegen insgesamt im historischen Vergleich aber eher schwach. In China geht das Expansionstempo seit Mitte 2014 zurück. Belastend wirkt dort vor allem die Abkühlung am Immobilienmarkt und die Verlangsamung im Bausektor. Aber auch rohstoffexportierende Volkswirtschaften wie zum Beispiel Russland und mehrere lateinamerikanische Länder leiden ebenfalls unter den gesunkenen Rohstoffpreisen. Lediglich unter den Schwellenländern, lediglich in Indien und in manchen ostasiatischen Schwellenländern hat sich die Konjunktur in den vergangenen Monaten etwas belebt. Die Geldpolitik und die Finanzpolitik sind wichtige Faktoren für die konjunkturelle Entwicklung und spielen auch in unserer Prognose eine wichtige Rolle. Deswegen möchte ich als nächstes kurz darauf eingehen, wie die geldpolitische und finanzpolitische Ausrichtung in wichtigen Volkswirtschaften der Welt ist. Die Geldpolitik ist in den vergangenen Monaten insgesamt nochmals expansiver geworden. Dabei hat sich die geldpolitische Divergenz, insbesondere zwischen den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, weiter fortgesetzt. So hat die japanische Notenbank das bereits laufende Ankaufprogramm für Wertpapiere im Oktober ausgeweitet. Etwas Ähnliches hat auch die Europäische Zentralbank gemacht. Die EZB hat im März 2015, also in diesem Jahr, ein erweitertes Programm für den Ankauf von Wertpapieren aufgelegt. Auch Zentralbanken in einigen Schwellenländern haben ihre Zinsen in den vergangenen Monaten gesenkt. Dagegen setzt die US-amerikanische Notenbank ihren Weg hin zu einer allmählichen geldpolitischen Straffung fort. Zum Ende des vergangenen Jahres beendete sie ihr Programm zum Neuankauf von Wertpapieren und die Institute erwarten, dass die US-Notenbank den Leitzins, also die sogenannte Federal Funds Rate, Mitte dieses Jahres anhebt. Die Federal Funds Rate dürfte nach Einschätzung der Institute dann so gegen Ende 2016 bei gut 1,5% liegen. Auch für Großbritannien ist im Prognosezeitraum mit Zinsanhebungen zu rechnen. Nichtsdestotrotz aber wird nach Einschätzung der Institute die Geldpolitik insgesamt also auf globaler Ebene im Prognosezeitraum nach wie vor expansiv bleiben, denn die Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten und auch in Großbritannien dürften nur sehr vorsichtig, nur sehr moderat, in sehr kleinen Schritten erfolgen. Gleichzeitig setzen zwei weitere Großzentralbanken, also die japanische Notenbank und die Europäische Zentralbank, ihre sehr expansive Geldpolitik fort. Die Finanzpolitik dürfte in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften in diesem und auch im nächsten Jahr kaum noch restriktiv wirken.
In den USA und im Euroraum ist die Finanzpolitik in etwa neutral. Neutral heißt, dass von der Finanzpolitik kaum nennenswerte Impulse ausgehen, weder positive noch negative. Lediglich in Japan wird die Finanzpolitik in diesem und im nächsten Jahr restriktiv ausgerichtet sein. Der finanzpolitische Kurs in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften konnte in den letzten Monaten auch deswegen gelockert werden, weil die Zinsbelastung für die öffentlichen Haushalte gesunken ist. Nun zur Prognose. Für dieses Jahr erwarten die Institute, dass sich die Weltwirtschaft zunächst weiter belebt. Der Ölpreisverfall stürzt insgesamt die Weltkonjunktur, denn diese führt zu einer Umverteilung von Einkommen, und zwar zulasten von ölproduzierenden Volkswirtschaften und zugunsten von Ölimporteuren oder ölimportierenden Volkswirtschaften. In den letzteren, also in den ölimportierenden Volkswirtschaften, wird ein größerer Teil des Einkommens für Konsum und Investitionen ausgegeben. Die Konjunktur in den Ländern des Euroraums sowie in Japan wird darüber hinaus auch von der Wechselkursentwicklung profitieren, und zwar sowohl der Euro als auch der Yen haben in den vergangenen Monaten stark abgewertet, und es wird im Euroraum und in Japan die Exportwirtschaft anregen. Die konjunkturelle Belebung der fortgeschrittenen Volkswirtschaften wird natürlich auch Impulse für die Konjunktur in den Schwellenländern liefern. Zudem dürften einige Schwellenländer, die Nettoimporteure von Erdöl sind, ebenfalls von den gesunkenen Erdölpreisen profitieren. Die Institute gehen aber nicht davon aus, dass es in den Schwellenländern zu einem spürbaren, zu einem kräftigen Anziehen der Konjunktur kommt. Aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es eine Reihe von Volkswirtschaften unter den Schwellenländern, die unter den gesunkenen Rohstoffpreisen leiden, darunter Russland sowie mehrere lateinamerikanische Länder. Zudem gibt es vielerorts auch binnenwirtschaftliche Probleme. So wird die chinesische Wirtschaft derzeit von einem Rückgang der Immobilienpreise und von der hohen Verschuldung im Unternehmenssektor sowie bei den privaten, bei den lokalen Gebietskörperschaften belastet. Russland leidet unter den wirtschaftlichen Folgen des politischen Konflikts mit der Ukraine. Zu diesen wirtschaftlichen Folgen zählen natürlich ein verstärkter Kapitalabzug, erschwerter Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten sowie die direkten Effekte der Wirtschaftssanktionen auf die russische Realwirtschaft. Im späteren Prognosezeitraum, also im kommenden Jahr, im Jahr 2016, dürften in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften dämpfende Effekte für die Konjunktur an Gewicht gewinnen, insbesondere von Seiten der Geldpolitik, denn, wie ich es bereits erwähnt habe, wird die Geldpolitik in den USA und in Großbritannien weniger expansiv ausgerichtet sein. Und dies wird natürlich dort die Binnenwirtschaft etwas dämpfen. Die Zinsanhebung, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wird sich natürlich über den internationalen Zinsverbund auch auf andere Regionen der Welt übertragen und dazu führen, dass auch dort die Kapitalmarktzinsen etwas ansteigen und dazu führen, dass auch dort die Finanzierungsbedingungen etwas weniger günstig werden. Insgesamt aber werden die Finanzierungsbedingungen im gesamten Prognosezeitraum historisch günstig bleiben, allerdings im Jahr 2016 etwas weniger günstig als im Jahr 2015. Alles in allem dürfte sich die internationale Konjunktur im Sommerhalbjahr 2015 etwas beschleunigen und dann im Verlauf des kommenden Jahres wieder etwas verlangsamen. Nach den Schätzungen der Institute dürfte die Weltproduktion in diesem Jahr um 2,9% zulegen und im kommenden Jahr um 3,2% zunehmen. Der Welthandel wird nach einem Zuwachs von 3,5% im vergangenen Jahr in diesem Jahr mit 4,5% zunehmen und im Jahr 2016 um 5,0% zulegen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, auch im Namen meiner Kollegen Dörn, Holte, Möller und Fichtner möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zur Präsentation unseres Frühjahrsgutachtens. Ich werde Ihnen jetzt den Deutschlandteil der Prognose vorstellen. Die konjunkturelle Situation stellt sich heute deutlich besser dar, als wir in unserem Gemeinschaftsgutachten vom Herbst noch erwartet hatten. Damals waren wir von einer Stagnation der deutschen Wirtschaft ausgegangen und inzwischen befindet sie sich in einem kräftigen Aufschwung. Sie wird stimuliert von unerwarteten expansiven Impulsen, insbesondere dem Verfall des Ölpreises
und der starken Abwertung des Euro. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im ersten Quartal 2015 um 0,6% zugelegt haben, nach 0,7% Ende vergangenen Jahres. Im weiteren Verlauf wird der Aufschwung etwas an Tempo verlieren, allerdings werden die Raten über der des Produktionspotenzials liegen, sodass die Kapazitätsauslastung in Deutschland weiter zunimmt. Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 2,1% zulegen und im nächsten um 1,8%. Der private Konsum ist die Stütze unseres Aufschwungs. Zum einen profitiert er vom Ölpreisverfall, der die Kaufkraft der Verbraucher stärkt. In unserem Gutachten haben wir diesem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet und einen Einkommenseffekt aufgrund der gesunkenen Energiepreise von etwa 8 Milliarden Euro errechnet. Das entspricht 0,5% der privaten Konsumausgaben im Jahr 2014. Zum anderen wird der private Konsum angeregt von steigenden Löhnen, die bei der niedrigen Inflationsrate auch ein kräftiges Reallohnplus von knapp 3% in diesem und knapp 2% im nächsten Jahr mit sich bringen. Alles in allem wird sich der private Konsum in diesem Jahr voraussichtlich um 2,5% und im kommenden um 1,6% erhöhen. Die Unternehmensinvestitionen dürften allmählich anziehen. Angesichts der kräftigen Nachfrage der privaten Haushalte werden vor allem die konsumnahen Industrie- und Dienstleistungsbranchen ihre Kapazität zunehmend auslasten. Impulse gehen aber auch von den steigenden Exporten in den Euroraum aus. Dies alles dürfte im weiteren Verlauf den Investitionen Auftrieb geben, zumal die Unternehmensgewinne durch den Ölpreisverfall steigen und die Finanzierungsbedingungen in Deutschland nach wie vor sehr günstig sind. Allerdings gibt es eine Reihe dämpfender Faktoren. So wird das Expansionstempo in einigen großen Schwellenländern wohl verhalten bleiben und die Zukunft der Währungsunion ist weiter unsicher. Aber auch einige wirtschaftspolitische Entscheidungen hierzulande, wie die Einführung des Mindestlohns, dürften die Investitionsbereitschaft der Unternehmen im Inland weiter beeinträchtigen. Mit diesem Thema hat sich die Gemeinschaftsdiagnose ja im vergangenen Jahr ausführlich beschäftigt. Die Arbeitsmarktsituation ist weiterhin sehr günstig. Im sozialversicherungspflichtigen Bereich wird die Ausweitung der Produktion für einen kräftigen Zuwachs der Erwerbstätigkeit sorgen. Sie dürfte in diesem Jahr im Durchschnitt um etwa 350.000 Personen zunehmen, im kommenden Jahr nochmals um knapp 250.000. Allerdings führt die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns zu Rückgängen bei der geringfügigen Beschäftigung. Seit Herbst 2014 ist die Anzahl der Minijobs bereits um 120.000 zurückgegangen und insgesamt dürfte sich dieser Rückgang fortsetzen und im Prognosehorizont auf 220.000 Personen ansteigen. Ein Teil davon dürfte in die Erwerbstätigkeit gehen, dürfte also auch einen Beitrag zum Anstieg der Erwerbstätigkeit leisten, aber ein vermutlich größerer Teil in die stille Reserve oder in die Arbeitslosigkeit. Vor dem Hintergrund des kräftigen Aufschwungs dürfte die Arbeitslosenquote allerdings weiter auf 6,3% in diesem und auf 5,9% im kommenden Jahr sinken. Die Inflationsrate dürfte wieder zunehmen, nachdem sie im Januar kurzzeitig sogar negativ war. Zum einen gehen von den Ölpreisen keine dämpfenden Effekte mehr aus. Wir unterstellen ja in der Prognose, dass der Ölpreis in etwa konstant bleibt bei 60 US-Dollar. Aber zum anderen wird auch die deutliche Abwertung des Euro im Prognosezeitraum zunehmend an die Verbraucher weitergegeben werden. Importierte Waren und Dienstleistungen dürften sich also verteuern. Und schließlich wird der Anstieg der Kapazitätsauslastung den Spielraum für die Weitergabe von Kostensteigerungen im Produktionsprozess erhöhen. Die Inflationsrate wird aber voraussichtlich mit 0,5% in diesem und 1,3% im kommenden Jahr deutlich unter der 2%-Marke bleiben. Die öffentlichen Haushalte werden in den Jahren 2015 und 2016 wohl mit deutlichen Überschüssen von jeweils über 20 Milliarden Euro abschließen. Der um konjunkturelle Einflüsse bereinigte Überschuss dürfte sich dabei in derselben Größenordnung bewegen, da die Produktionslücke annähernd geschlossen ist. Aus unserer Sicht sollten die daraus resultierenden Gestaltungsspielräume eingesetzt werden, um jetzt eine Reform des Steuer- und Abgabensystems anzustoßen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, da Deutschland im internationalen Vergleich
eine hohe Belastung des Faktors Arbeit aufweist. So gehört der Abgabenkeil zwischen den Arbeitskosten und den Nettolöhnen, der durch die Beiträge zu den sozialen Sicherungssystemen und der Lohnsteuer erzeugt wird, in Deutschland zu den höchsten unter den OECD-Ländern. Deshalb sollte vor allem der Einkommensteuertarif insbesondere im Bereich kleinerer und mittlerer Einkommen leistungsfreundlicher gestaltet werden, um die Belastung des Faktors Arbeit zu reduzieren und so das Wachstumspotenzial in Deutschland zu steigern. Konkret empfehlen wir, neben einer Tarifreform, die die Belastungen aus der kalten Progression abbaut, auch eine Beseitigung des sogenannten Mittelstandsbauchs, durch den die Steuerbelastung gerade von Einkommen oberhalb des Grundfreibetrags besonders kräftig steigt. Aus unserer Sicht ist der Zeitpunkt für eine solche Reform besser denn je. Vielen Dank, meine Damen und Herren, und wir stehen jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung. Ja, und da haben wir gleich eine ganze Reihe. Herr Meyer-Rüth, Herr Kaiser, fangen wir rechts an. Herr Meyer-Rüth. Herr Meyer-Rüth, ARD. Erstmal habe ich noch mal eine Frage zu den Minijobs. Das hängt also mit dem Mindestlohn zusammen. Können Sie das noch mal ein bisschen, haben Sie da Fakten, die das dann unter Umständen belegen? Und das andere ist, was kostet oder was würde es denn bedeuten an Kosten für den Haushalt, wenn man da jetzt den Einkommenssteuertarif ändert? Wären das dann die 20 Milliarden oder können Sie das irgendwie mit Zahlen untermauern? Ja, also wir haben bei den Minijobs, denke ich, können wir relativ gut sagen, dass diese 120.000, die wir bisher beobachtet haben, auf die Einführung des Mindestlohns zurückzuführen ist. Das ist eine ganz außergewöhnliche Bewegung, die wir bei den Minijobs jetzt haben, die im Grunde im Oktober, November letzten Jahres eingesetzt hat und vor allem im Januar ganz deutlich zu Buche geschlagen ist. Das ist deutlich anders als in anderen Monaten in früheren Jahren. Das können wir am Ende natürlich nicht sagen, ob es wirklich ausschließlich der Mindestlohn war, aber es deutet vieles darauf hin. Und wir haben, wie gesagt, in unserer Prognose schon im letzten Jahr unterstellt, dass es in der Summe 220.000 werden. Und wir halten daran fest. Wir haben bisher Daten von Januar. Und so wie die Dynamik jetzt ist, dürfen wir wahrscheinlich auch im weiteren Jahresverlauf auf diese Zahl kommen. Wie viele davon am Ende tatsächlich jetzt in den sozialversicherungspflichtigen Bereich gehen, das können wir nicht sagen. Wir sehen dort auch einen relativ starken Anstieg. Der hat aber auch mit der guten Konjunktur zu tun. Also insofern ist es unglaublich schwer zu trennen, was davon ist auf den Mindestlohn zurückzuführen, was auf die gute Konjunktur. Zu Ihrer zweiten Frage. Was kostet die Reform des Steuersystems? Das hängt davon ab, wie weit man sich hier vorwagt. Nicht? Ich meine, Sie können im Grunde genommen die Tarife beliebig verändern und die Tarife beliebig absenken. Und je mehr Sie das absenken und je mehr Sie den Mittelstandsbauch sozusagen einengen oder einebnen, desto teurer wird es werden. Wir haben hier keine Schätzungen vorgenommen. Das ist etwas, was auch nicht der Auftrag der Gemeinschaftsdiagnose ist. Wir haben zunächst einmal eben diagnostiziert, dass wir diese Überschüsse haben. Wir gehen davon aus, dass wir sie bekommen werden, die Überschüsse. Und wir weisen darauf hin und machen uns dafür stark, dass diese Überschüsse so eingesetzt werden, dass sie das Wachstumspotenzial in Deutschland tatsächlich stärken. Und haben also versucht aufzuzeigen, an welchen Stellen eben Handlungsbedarf besteht. Und das ist eben bei dieser hohen Abgabenbelastung. Nochmal, wie weit wir die Steuern da senken wollen oder können, das liegt nachher natürlich auch im Ermessen der Regierung oder des Parlaments, wie weit hier die Bereitschaft besteht. Aber vielleicht gibt es hier noch eine weitere. Ja, bitte. Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung dazu. Man kann das ja auch staffeln. Man muss nicht diese Reform in einem Schritt vornehmen. Bei vorangegangenen Steuerreformen war es auch so, dass man das auf mehrere Zeitpunkte verteilt hat. Und ich möchte das nochmal ganz kräftig unterstützen, was der Kollege Wollmershäuser gesagt hat. Wir haben in der Tat nicht genau berechnet, wie ein zukünftiger Tarif aussehen muss. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir weisen nur darauf hin, dass man jetzt dieses Problem angehen sollte. Es ist jetzt die beste Situation. Solche Überschüsse, wie wir sie jetzt im System haben, haben wir in der Vergangenheit nicht gehabt. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass wir in der Zukunft weiter solche Überschüsse haben werden. Also alle
Seiten, die sich dazu geäußert haben. Da können wir bei den Gewerkschaften bis zu den Arbeitgebern gehen. Da gibt es auch Stimmen aus der Politik, aus der Wissenschaft. Die äußern sich alle in der Richtung, dass dieser Mittelstandsbauch abgeschafft werden sollte. Und wir sagen einfach, wenn das alle wollen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Problem anzugehen. Dann haben wir als Nächsten auf der Frageliste Herrn Kaiser. Ja, vielen Dank. Ich muss noch mal nachfragen, weil mich die Antwort nicht so ganz befriedigt hat, die wir jetzt bekommen haben zu den Steuern. Sie schreiben ja in dem Gutachten, wenn man Solidaritätszuschlag und Mittelstandsbauch angeht, ist auf jeden Fall eine Gegenfinanzierung nötig. Dann müssen Sie doch eine ungefähre Vorstellung davon haben, was im positivsten Fall, wenn alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen, was die Steuer dann angeht, was dabei rauskommen sollte. Und vielleicht können Sie auch noch mal was, also erstmal zu dieser Summe sagen und zum anderen zu den Gegenfinanzierungsmaßnahmen, die man nutzen könnte, um den Steuerausfall auszugleichen und vielleicht auch was dazu, was die Politik zu Ihren Vorschlägen bisher gesagt hat. Also Herr Holtemöller und Herr Dörn hatten sich gemeldet, können, glaube ich, die erste Frage beantworten. Dann wir es ergänzen. Wir sprechen uns ja dagegen aus, die Verschuldung zu erhöhen, sondern ganz im Gegenteil. Die Schuldenquote des Staates sollte weiter sinken. Das wird sie allein dadurch tun, dass wir nominales Wachstum haben. Das bedeutet also, dass der Spielraum, den wir haben, bei den Überschüssen praktisch vorgibt, wie weit man gehen kann bei der Reform der Einkommensteuer. Ich würde nicht ein bestimmtes Volumen Entlastung definieren und dann mit allen Mitteln nach der Finanzierung dafür suchen, sondern ich würde erst mal von der anderen Seite kommen. Wir haben Haushaltsüberschüsse für den Gesamtstaat, die sich strukturell im Jahr 2015 auf 25 Milliarden Euro belaufen dürften und im Jahr 2016 in etwa der gleichen Größenordnung liegen dürften. Wahrscheinlich sogar, wenn die Kapazitätsauslastung zunimmt, etwas darüber. Das ist also der Spielraum, den wir haben, und der sollte genutzt werden. Wenn man dann im Laufe des Verfahrens feststellt, dass man weitere Änderungen vornehmen möchten, die auch der Finanzierung bedürfen, dann sollte man das tun durch eine Umschichtung von Ausgaben innerhalb des Haushaltes. Also nicht so, dass eine Neuverschuldung dafür für diese Zwecke notwendig wäre. Ja, und da gibt es verschiedene Vorschläge in der Vergangenheit, die geleistet worden sind, wo Reserven zu heben sind. Das betrifft insbesondere Subventionen. Da gibt es verschiedene Analysen dazu. Wir zitieren im Gutachten eine Analyse von einem Institut in Köln, dem ZEW und dem Copenhagen Economics. Die haben so 20 Subventionen untersucht und eine Ampel entworfen. Da werden 5 Vorhaben identifiziert, die insbesondere geeignet wären, zu 5 Milliarden Einsparungen im Haushalt zu führen, auf Basis der Zahlen von 2009. Also das wird mittlerweile sogar ein bisschen mehr sein. Und daran kann man sich orientieren, aber darauf bedarf es dann einer politischen Debatte auch darüber. Herr Dörn. Ja, was man auch ergänzen sollte, es gibt im Steuertarif halt eben sehr viele Eckpunkte, die man beseitigen kann. Also eine ganz entscheidende Frage ist beispielsweise, wo lässt man den Spitzensteuersatz anfangen? Also da haben wir uns ja auch dafür ausgesprochen, dass man den zumindest mal im Maße der Inflation verschieben sollte, und zwar nicht jetzt der aktuellen, sondern dem, was also seit der letzten Tarifreform aufgelaufen ist. Aber da hat man also sehr viele Stellgrößen, an denen man eigentlich nachher das Volumen auch entscheidend beeinflussen kann. Es gibt eine Rechnung vom Sachverständigenrat, die hatten mal gesagt, diese Linearisierung des Tarifs, die kostet ungefähr 25 Milliarden. Aber wie gesagt, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Von daher ist es auch für uns wahrscheinlich so schwierig, da jetzt einen konkreten Tarif vorzuschlagen. Das, was man allerdings auch bedenken muss, wenn man halt eben Geld nicht über Steuern kassiert, sondern in den Taschen der Unternehmen und der privaten Haushalte lässt, die geben das Geld ja aus und dann zahlen sie auch Steuern. Das heißt, jede Steuerreform hat also auch einen gewissen Selbstfinanzierungseffekt. Bei einer Abgabenquote, wie es in Deutschland herrscht, ungefähr 40%, heißt also, von einem Euro, den man ausgibt, landen wieder ungefähr 40% in der Tasche des Staates auf dem einen oder anderen Weg. Und von daher sind natürlich also auch die Spielräume letztendlich etwas größer als diese 20 Milliarden, die wir jetzt als strukturelle Überschüsse haben, schon ohne, dass man Gegenfinanzierung macht. Und dann, wie gesagt, gibt es dort sicherlich also auch in einem großen Etat Möglichkeiten zu finden, wo man sparen kann. Herr Fichtner. Ja, Entschuldigung. Vielen Dank. Ich wollte an der Stelle noch mal was ergänzen, weil es da zwischen den Instituten
in einem kleinen, aber sehr wichtigen Detail, wie ich denke, eine etwas unterschiedliche Auffassung gab. Oliver Holtemöller hat ja skizziert, dass die Mehrheit der Institute der Auffassung ist, dass man die Überschüsse, die wir in der Tat haben, die strukturellen Überschüsse im öffentlichen Haushalt, also die angesprochenen 20 bis 25 Milliarden, dass man die nutzen sollte, um die Abgabenbelastung zu reduzieren. Aus DIW-Sicht, aus Sicht des Konsortiums von DIW Berlin und WIFO, besteht darüber hinaus möglicherweise die Notwendigkeit, einzelne investive Ausgaben prioritär zu behandeln. Das heißt, es gibt aus unserer Sicht investive Ausgaben, die nicht unter dem Finanzierungsvorbehalt stehen sollten, dass eine Steuerreform a priori durchgeführt wird. Wir haben beispielsweise, und das wissen Sie, identifiziert, dass im Infrastrukturbereich eine große Lücke nach wie vor besteht, nach wie vor ein großer Nachholbedarf besteht, den wir gegebenenfalls, erforderlichenfalls eben auch durch ein Angreifen der Überschüsse ausgleichen würden und nicht nur, wie es aus Sicht der Mehrheit der Institute passieren sollte, durch eine entsprechende Reduktion bei konsumtiven Ausgaben. Ja, das ist die Sicht der Mehrheit der Institute. Ich weiß nicht, ob du dazu gleich noch einen Punkt sagen willst. Die Mehrheit der Institute ist der Auffassung, wenn die investiven Ausgaben erhöht werden sollen, dann müssen in entsprechendem Maße die konsumtiven Ausgaben reduziert werden des Staates. Wir sind der Auffassung am DIW, dass es bestimmte investive Ausgaben gibt, die sind so drängend, dass man sie nicht unter diesen Vorbehalt stellen sollte, dass die konsumtiven Ausgaben in gleichem Maße reduziert werden können. Entsprechend würden sie nach unserem Befinden, nach unserer Vorstellung, die Überschüsse, die für eine entsprechende Steuersenkung zur Verfügung stehen, etwas reduzieren. Wollen Sie das vielleicht gleich, ich weiß nicht, die Fragen werden bestimmt kommen, durch gegebenenfalls weitere Konkretisierungen ergänzen? Konkrete Beispiele, Sie haben jetzt Infrastruktur genannt. Also wir haben in der Vergangenheit ja schon mehrere Aspekte in dem Zusammenhang genannt. In der Tat ist die Infrastruktur die sicherlich größte Baustelle, insbesondere auf der kommunalen Ebene. Die Kommunen brauchen auch über das hinaus, was die Bundesregierung ja schon an zusätzlichen investiven Ausgaben angekündigt hat. Auch darüber hinaus bedarf es einer zusätzlichen Ausweitung der investiven Ausgaben nach unserer Auffassung. Es gibt aber natürlich auch im Bundeshaushalt weiterhin Nachholbedarf. Die berühmten Rheinbrücken sind ein Beispiel, wo nach unserer Auffassung nicht darauf gewartet werden sollte, dass die konsumtiven Ausgaben in vergleichbarem Maße gesenkt werden können. Professor Holtemöller, gleich Gegendarstellung. Ja. Damit das ganz klar ist und dass jeder auch versteht, was der Unterschied ist, alle Institute sind dafür und halten es für notwendig, dass die investiven Ausgaben des Staates gestärkt werden. Das ist nicht die Frage, ob mehr investiert werden sollte. Die Frage ist, um es auf einen Punkt zu bringen, sollte die Staatsquote steigen oder nicht? Das ist die Frage, die wir hier beantworten müssen. Nach der Mehrheitsmeinung der Institute ist die Gesamtfinanzierungslage des Staates in Deutschland auskömmlich. Wir haben sprudelnde Steuereinnahmen. Und wir sind nicht der Auffassung, dass die Staatsquote in Deutschland weiter steigen sollte. Und das ist der Unterschied in den Positionen. Die Finanzierung von Investitionen, das muss man ja natürlich auch als Gesamtpaket mit der Steuerreform sehen, sollte also in der Tat nicht aus strukturellen Überschüssen erfolgen. Und es geht aus Sicht der Mehrheit der Institute nicht um die Reduktion von Konsumausgaben des Staates. Das haben wir niemals gefordert. Es geht um die Begrenzung des Anstiegs der Ausgaben für konsumtive Verwendung. Das ist ja noch mal was anderes. Wir fordern nicht, dass in irgendwelchen Bereichen nominal Ausgaben gekürzt werden. Das muss man natürlich in Einzelfällen tun, um im Aggregat das leisten zu können. Aber in der Summe würde es völlig ausreichen, wenn wir den Zuwachs der konsumtiven Ausgaben im Staatshaushalt begrenzen würden. Und ich möchte auf einen zweiten Aspekt hinweisen, weil es wurde gesagt, aber es könnte vielleicht ein bisschen untergehen. Es geht nicht alleine darum, den Steuertarif zu verändern. Wir haben noch ein zweites Problem. Wir haben in den vergangenen Jahren die Sozialversicherungen mit zusätzlichen Aufgaben belastet und gleichzeitig die Steuerzuschüsse des Staates an die Sozialversicherungen reduziert. Das führt zu einer höheren Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, obwohl es dabei um Ausgaben geht, die gesamte Gesellschaft tragen sollte. Beispiel Mütterrente. Also wenn wir als Gesellschaft der Auffassung sind, dass hier zusätzliche Ausgaben erforderlich sind, das ist eine Wertung, die will ich überhaupt gar nicht in Frage stellen, dann ist das eine Aufgabe, die müssen alle in Deutschland nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip bezahlen und nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber über die Abgaben.
Also wenn man diesen Verschiebebahnhof auch beendet und die Zuschüsse an die Sozialversicherungen stärkt, dann würde das insgesamt auch zu einer Reduktion der Belastung des Faktors Arbeit führen. Beziehen sich von den sieben Nachfragen, die ich jetzt notiert habe, schon welche auf diesen konkreten Punkt, an dem wir jetzt sind? Dann würde ich die vorziehen an der Stelle. Bitte. Ja, noch eine Nachfrage. Also wenn ich es richtig verstehe, dann sind die meisten Institute sind für einen ausgeglichenen Haushalt und DIW ist für ein Defizit, oder? Nein, das heißt, das jetzt ganz und gar nicht. Es ist so, dass wir massive Überschüsse haben in den öffentlichen Haushalten. 20 bis 25 Milliarden dieses Jahr und nächstes Jahr. Und so wie es aussieht, wird es auch über die nächsten 5 Jahre so weitergehen. Die Frage ist, was machen wir mit diesen Überschüssen? Sollen wir diese Überschüsse nutzen, um beispielsweise die Schulden massiv abzubauen? Das wäre ja, wenn man gar nichts damit machen würde, würden einfach die Schulden zurückgehen. Das wäre die erste Option. Die zweite Option wäre, auf der Ausgabenseite die Ausgaben zu erhöhen. Und die dritte Option wäre, auf der Einnahmenseite die Einnahmen zu reduzieren. Das sind die drei Wege, um sozusagen mit diesem Überschuss umzugehen. Nach unserer Auffassung, nach DIW-Auffassung, gibt es bestimmte investive Ausgaben, die als allererstes angegangen werden sollten. Das sind Ausgaben in bestimmte Infrastrukturprojekte auf kommunaler Ebene und auf Bundesebene. Das sind Ausgaben, die wir für prioritär im Bildungs- und Forschungsbereich halten würden. Und die sind nach unserer Auffassung als erstes anzugehen. Danach wird noch viel Geld übrig bleiben. Dieses Geld würde auch nach DIW-Auffassung für Steuer- und Abgabensenkungen zur Verfügung stehen. Wir würden also auch das unterstützen. Wir würden aber die Prioritäten umgekehrt sehen, in diesem Sinne, wie es möglicherweise die anderen Institute sehen, die der Steuersenkung, was die Verwendung der Überschüsse angeht, eine Priorität einräumen würden. Geklärt zu diesem Punkt auch die Frage von Herrn Schröder und dann gehen wir weiter mit Ihnen in der Rednerliste. Eine Verständnisfrage. Wenn Sie von Überschüssen von 25 Milliarden Euro sprechen in diesem und im nächsten Jahr, können Sie vielleicht erläutern, wie sich das verteilt auf die einzelnen öffentlichen Haushalte? Sind da auch die Sozialversicherungen mit einbezogen? Und kommt daher die Rechnung auf, weil die steuerlichen Entlastungen, die Sie empfehlen, wirken ja ganz speziell auf die öffentlichen Haushalte. Also kommt das mit den Überschüssen hin? Die zweite Frage, wenn Sie empfehlen, den Spielraum auszunutzen für steuerliche Entlastungen, ist das vor dem Hintergrund der Schuldenbremse langfristig tatsächlich empfehlenswert, weil wir sehen, wie schnell Sie auch Ihre Prognosen ändern müssen. Also ein Abschwung ist nicht auszuschließen. Sollte man daher da quasi auf Kante gehen? Und die dritte Frage, Schuldenabbau scheint von Ihnen offenbar niemand wirklich zu empfehlen. Was würde dagegen sprechen, das Geld einfach zu nutzen, um die Schulden abzubauen? Herr Holtemöller und Herr Dörn. Herr Holtemöller, fangen Sie an. Also die Zusammensetzung der öffentlichen Überschüsse ist insofern natürlich relevant, als dass es in den politischen Diskussionen eine große Rolle spielen wird. Es ist nicht so sehr relevant für die Frage, was soll man damit machen, weil wenn man bestimmte Prioritäten identifiziert hat, können sich ja die Sozialversicherungen und die Gebietskörperschaften einigen auf die Finanzierung. Das geschieht ja schon so durch die eben schon ausgeführten Verschiebebahnhöfe. Das Problem ist eher ein politisches zwischen Bund und Ländern. Wir haben ausgewiesen im Gutachten, wie hoch die Überschüsse des Bundes sind. Das sind strukturell in diesem Jahr etwa 4 Milliarden und im nächsten Jahr etwa 7 Milliarden. Und es ist völlig klar, wenn man so etwas macht wie eine Reform des Einkommensteuertarifes, dann sind davon Bund und Länder betroffen. Die Länder werden nicht Hurra schreien, sondern werden dem Bund sagen, also wir müssen dafür kompensiert werden. Und da muss man, das ist ein politischer Prozess. Wir sagen, im gesamtöffentlichen Haushalt ist die Spielmasse vorhanden und ich möchte es mal wiederholen. Es haben in der Vergangenheit eigentlich alle Parteien, alle Interessengruppen in diesem Land sich dafür ausgesprochen, diesen sogenannten Mittelstandsbauch zu beseitigen. Und jetzt ist die Gelegenheit dafür. Es müssen sich also alle Interessenparteien an einen Tisch setzen und sich überlegen, wie man das hinbekommt. Zur Schuldenbremse, die bezieht sich auf den strukturellen Überschuss, über den strukturellen Finanzierungssaldo. Das heißt, da ist die Konjunktur rausgerechnet. Wenn wir konjunkturelle Schwankungen kriegen und wir unsere Prognose anpassen müssen, dann führt das zu Änderungen in den nominalen Finanzierungssalden. Und auf die bezieht sich aber nicht die Schuldenbremse. Also da sehen wir jetzt kein
Problem. Ganz im Gegenteil, wir haben massive Veränderungen bei der Demografie in Deutschland zu erwarten. Das heißt, die Abgabenlast, zum Beispiel in der Rentenversicherung, wird auf jeden Fall steigen. Es wird allein aufgrund des veränderten Verhältnisses zwischen Erwerbstätigen und Rentenbeziehern eine höhere Belastung geben derjenigen, die die Rentenversicherungsbeiträge erbringen. Und um darauf vorbereitet zu sein, sollte man vielleicht jetzt eine günstigere Ausgangsbasis dafür schaffen. Das spricht also sehr wohl für eine Entlastung in dem Bereich. Und den Schuldenabbau, natürlich empfehlen wir die Einhaltung des Maastricht-Vertrages, der vorsieht, dass die Schuldenquote auf 60% zurückgeführt wird. Wir reden hier nur über die Geschwindigkeit. Also ich führte vorhin schon aus, wir wollen ausschließen, dass die Schuldenquote wieder steigt. Wir sind nicht für Defizite. Wir reden nur darüber, in welcher Geschwindigkeit die Schuldenquote vom jetzigen Stand auf die 60% nach Maastricht oder darunter fällt. Und wir sagen eben, auch in der jetzigen Situation, in der die Finanzierungskosten für den Staat außerordentlich günstig sind, gibt es wenig Gründe dafür, jetzt übereilig zu sein. Und die Schuldenquote sinkt, wenn der Nenner in der Schuldenquote, das nominale Bruttoinlandsprodukt, steigt. Das ist also erstmal hinreichend, und wir sind mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt prima unterwegs, um die Schuldenbremse auch langfristig und die Maastricht-Verträge langfristig einzuhalten. Herr Dörn, Sie wollten noch? Vielleicht noch einige Ergänzungen dazu. Das eine ist, ich meine, das Jahr 2014 war das dritte Jahr in Folge mit dem Haushaltsüberschuss, und zwar davon zwei Jahre mit einer ausgesprochen flauen Expansion, also Wachstumsrate 0,4, 0,1 in den Jahren 2012, 2013. Wir haben also es momentan auch mit einem sehr steuerergiebigen Struktur des Wachstums zu tun. Es läuft sehr viel mehr als in der Vergangenheit über den privaten Verbrauch. Es läuft sehr viel mehr über die Inlandsnachfrage, und das generiert halt eben auch sehr viel höhere Steuereinnahmen. Und das ist sicherlich auch ein struktureller Faktor, der uns in den nächsten Jahren sicherlich also begleiten wird. Also von daher ist da auch eine gewisse Sicherheit drin, dass der Staat, solange am Steuersystem nichts ändert, also relativ reichliche Einnahmen haben wird. Die zweite Besonderheit des Jahres 2014 ist, dass zum ersten Mal eigentlich, soweit lange ich mich entsinnen kann, alle staatlichen Ebenen Überschüsse hatten. Also die Kommunen hatten per Saldo Überschüsse. Das ist natürlich sehr ungleich verteilt. Es gibt Kommunen mit sehr großen Problemen, aber es gibt auch welche mit einer sehr komfortablen Finanzausstattung. Die Länder hatten auch in ihrer Gesamtheit Überschüsse, auch wieder mit den großen Verteilungen. Und man muss natürlich auch sehen, Oliver Holtemüller hat es schon angesprochen, also wo jetzt Überschüsse und Defizite anfallen, ist sicherlich auch zum großen Teil eine politische Setzung. Also die Sozialversicherungen, da würde ich mal davon ausgehen, die werden in den nächsten Jahren allenfalls sehr geringe Überschüsse haben. Aber das ist natürlich eine Folge davon, dass die Politik auch entschieden hat, dass die Sozialversicherungen Lasten tragen müssen, die eigentlich eher im gesamtwirtschaftlichen oder im gesellschaftlichen Interesse sind. Also von daher ist das sicherlich auch eine Frage der politischen Entscheidung. Wo ich noch mal darauf hinweisen wollte, ist auch, wenn wir jetzt über die Defizitquoten sprechen, über die Schuldenstandsquote sprechen und die Rückführung der Schuldenstandsquote. Die Schuldenstandsquote wird ja momentan also auch noch durch einen Sondereffekt nach oben verzerrt. Also so etwa 10 Prozentpunkte davon sind ja Schulden, die im Rahmen der Bankensanierung für die Bad Banks aufgenommen wurden. Und das ist ein Teil, der wird über die nächsten Jahre langsam, aber ziemlich sicher abgebaut werden, weil einfach die Aktiva, die diese Bad Banks besitzen, nach und nach fällig werden, nach und nach aus dem Bestand gehen und entsprechend also auch dort die Schulden sinken. Also von daher ist da ja auch ein kontinuierlicher Abbau der Schuldenstandsquoten eigentlich vorprogrammiert. Und ansonsten ist es denn wirklich etwas eine Frage des Tempos, wie man denn den über Steuer oder über die Schulden des Kernstaates, wenn man mal so will, was man mit diesen Schulden macht. Und die sind auch momentan schon nicht mehr so sehr weit von der 60%-Grenze entfernt. Dann eine Nachfrage noch. Eine kurze Nachfrage noch. Sie hatten die Zahlen für den Bund mit 4 und 7 Milliarden genannt. Können Sie vielleicht auch noch für Länder und Gemeinden und die Sozialkassen die Zahlen nennen? Nicht aus dem Kopf. Das haben wir auch nicht berechnet im Gutachten. Also wir haben es explizit für den Bund gemacht, den Saldo zu berechnen und ihn strukturell zu bereinigen. Für die Länder, Gemeinden und für die Sozialkassen haben wir das nicht vorgenommen.